Schö, was immer da drüben ist, das ist zu viel. Ach, die Banditen. Ist da gerade ein Bandit einfach umgefallen? Ne, die kämpfen da gerade. Die kämpfen da? Gegen wen? Sah gerade so aus. Jetzt ist nichts mehr davon zu sehen. Aber ich schwöre, das sah gerade so aus. Ich schwöre. Sag mal. So. Ich muss mir mal Nahrung trotzdem auch auf den Hotkey legen, ne? Oh nein, ASMR. Ich hab mir so ein ASMR-Herz. Ja, Damage ist viel besser geworden jetzt. Wir kommen langsam rein. Und du läufst nicht mehr so Gefahr, dich so zu verskillen wie noch im ersten Teil, wenn du irgendwas falsch machst. Okay, hier kommen wir unten durch. Aber wie komme ich denn von hier nach oben immer? Muss ich da auf die andere Seite erstmal? Oh, da drüben ein Troll! Ich freue mich schon, wenn ich wieder mit dem Flammenwerfer da rumlaufe. Warum? 50 Int war doch gut. Also eigentlich für die XP war es gut. So, weißt du was? Ich schlürfe mir erstmal den Fanta rein. Okay, ich will nicht im Wasser kämpfen. Kaya, greif mal an! Okay, warte mal. Oh, komme ich da nach oben? Warte mal. Warte mal. Habe ich einen Aufweg verpasst? Ja! Okay. Hier. Okay. Ist das der Aufweg auch aus dem ersten Teil? Ich meine, da war hier nur Wüste. Und dann kommt man oh Gott, fast bis zum Ozean gucken. Ich glaube, das ist der Aufweg. Ich bin noch nicht sicher. So. Wir sind wieder da. Let's go. Dann einmal die Questivität abgeben. Morgen. Oh, ist mir warm gerade. Ach nein, oh, wir müssen jetzt zu Scrappy. Wieso will ich überhaupt nach unten? Nach oben. Nein! Ich hab ver... Bitte sag jetzt nichts. So, hier. Ich war in der Mine und hab die Gasquelle gefunden. Im hinteren Teil der Mine treten große Mengen davon aus. Ich glaube nicht, dass man die Quelle wieder verschließen kann. Verdammt. Also, haben wir keine Chance, das Zeug wieder loszuwerden? Sieht so aus. So ein Dreck. Aber schlau wie Scrappy ist, hat er schon eine Idee. Eigentlich war es sogar deine. Aber erstmal zu dir. Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Lass dich davon mal untersuchen. Sicher ist sicher. Gas ist gefährlich. Was hast du für eine Idee gehabt? Masken. Wir brauchen Gasmasken. Ja, das ist, aber... Woher bekommen wir Gasmasken? Leute nur mit Gasmasken in der Mine schuften zu lassen, ist ein ziemliches Risiko. Aber keine Wahl. Wir brauchen das Eisen. Du wirst auch neue Leute brauchen. Ah, scheiße. Da sagst du was. Masken können wir bestimmt von den Morkons kaufen, falls gerade einer ihrer Händler im Vor ist. Die Jungs leben ja unterirdisch, die haben so ein Zeug.
Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Hier, das sollte reichen, um die Masken zu kaufen. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich neue Arbeiter bekomme. Diese Morcons, sind das wirklich Morlocks oder was? Oder wie sehe ich das? Das ist eine Anspielung, oder? Kannst du mir noch nichts erzählen. Wie viele Gasmasken brauchst du? 5 Stück sollten erstmal reichen. Schau dich mal im Händlerviertel um. Müsstest du da kaufen können. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir zu den Morcons. Die haben auf jeden Fall welche. Oder das ist die Con von Mr. Morgame, die Morcon. Kann natürlich auch sein, ne? So. Mal gucken. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Mine neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingern. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Wo finde ich die schwarzen Bretter? 1 ist bei Chloes Kneipe, 1 bei den Feldern und 1 in der Nähe von Skinnys Suppenküche. Aber sei bei den Feldern vorsichtig. Thorhild könnte das nicht gefallen, wenn wir versuchen, ihre Arbeiter abzuwerben. Alles klar, dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Schön. Okay, prima. Warte mal, wenn jetzt ein Haupttor geht, können wir ja theoretisch klar lieber nicht. Lassen wir mal lieber. So, auf nach oben. Ich mag den Scrappy. Schön, dass der hier nicht tot ist. So. Sag mal, das mit dem Hochlaufen klappt aber auch nicht so richtig, ne? Geiler Held immer am Rumstolpern. Gut. Was haben wir denn jetzt? Gasmaske für die Mine, sollen wir 5... Eine haben wir. Aber ich will eine behalten. Wir kaufen erstmal 5 Gasmasken. Wow. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Ich habe gehört, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. Stört mich jetzt nicht sonderlich, aber... Ist natürlich doof. Sieht doof aus nach außen, so weißt du. So, Ivan! Ah, Kundschaft. Sieh dir nur in Ruhe meine Waren an. Du wirst es nicht bereuen. Bei mir wird jeder fündig. Natürlich, Ivan. Du willst doch etwas kaufen, oder nicht? Weiß ich nicht, Ivan. Was hast du denn anzubieten? Alles, was du dir vorstellen kannst. So reichhaltig sieht dein Angebot aber nicht aus. Das ist eine Gasmaske, liegt da schon. Ach, verdammt, wem mache ich etwas vor? Das Geschäft läuft schlecht. Was? Es finden sich kaum noch Abnehmer. Was? Wäre somit ein feiner Zug von dir, wenn du das ein oder andere bei mir kaufst. Was macht ein Morkorn unter Berserkern? Handeln. Mit bescheidenem Erfolg. Ausgerechnet hier? Ich brauche die Splitter, um meine Familie zu versorgen. Aber das ist eine lange Geschichte. Die ich lieber für mich behalte. Schließlich kennen wir uns kaum. Machen die Berserker dir Probleme? Du hast ja keine Ahnung. Die anderen Händler sorgen dafür, dass mir die Kunden wegbleiben. Dabei versuche ich es allen recht zu machen. Ich meine, fresse ich Kinder? Trinke ich Blut? Nein! Trotzdem zerreißen sich die Leute das Maul über mich. Wenn irgendwo was verschwindet, bin ich es gewesen. Nur kann ich nicht zurück nach Caracas. Deshalb muss ich die Schikanen über mich ergehen lassen. Ich sag nur Ritzen, Radius 5 Meter. Kein Wunder, dass die Berserker vielleicht sagen, ja, geh mal lieber nicht dahin. So, nur kann ich nicht zurück nach... Was hält dich ab? So, hier. Was hält dich davon ab? Ich habe vor kurzem ein Geschäft mit Chloe, der Kneipenbesitzerin, abgeschlossen. Sollte ihr exotischen Kram aus Caracas liefern und im Gegenzug hat sie mir Lebensmittelrationen versprochen. Habe natürlich sofort eingeschlagen. Die Küche in der Heimat ist schließlich ziemlich einseitig. Aber... Oh, verdammt. Schon wieder eine Kontrolle. Warte kurz. Huch. Nein.
Du da! Hände dahin, wo ich sie sehen kann! Wir wollten gerade... Mund halten! Sag mir lieber, was das da ist! Ach das, das ist nur... Schrott! Ich würde niemals... Ruhe! Ich bin auf der Suche nach illegaler Ware. Aber danach sieht es nicht aus. Glück gehabt. War es das dann? Von wegen. Du bleibst in der Nähe und wartest, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Kommen wir zu dir. Was? Dreht dir dieser Morkon-Händler minderwertige Ware an? Wie kommst du darauf? Beantworte die Frage. Mach mal halblang. Ich wollte mich nur mit ihm unterhalten. Unterhalten, so. Und warum hakelt es dann in einer Tour Beschwerden? Überzogene Preise, zweifelhafte Ware, da kommt einiges zusammen. Das ist nicht wahr. Nichts als Lügen. Dich hat keiner gefragt, also halt den Rand. Dieses Monokel. Wenn mir auffällt, dass etwas an der Sache dran ist, wird es Konsequenzen geben. Pass also besser auf deine Geldbörse auf. Mhm. Hier ist alles in Ordnung, du kannst gehen. Hör mal zu, du Wurst. Noch gebe ich hier die Befehle. Aber gut, belassen wir es dabei. Weitermachen. Das war jetzt aber ganz schön mies. Willst du mich verarschen? Halt mal die Fresse da hinten. Wo steht die überhaupt? Da hinten. Hier ist alles in Ordnung, du kannst jetzt gehen. Wie, das war mies. Das war mies von mir. Weißt du was, dann park dich doch in der scheiß Stadt ab. Ich brauch die wegen den Feuerbällen. Aber ansonsten, was... Jeden Tag werde ich mit irgendwelchen Anschuldigungen konfrontiert. Das nimmt einfach kein Ende. Kaya, gefällt aber das. Ich will uns nicht die Laune verderben. Eigentlich wollte ich dir auch etwas anderes erzählen. Schieß los. Wo war ich? Ja. Mein Problem mit der Kneipenbesitzerin. Du kannst dir vielleicht denken, was passiert ist. Ich habe geliefert, sie nicht. Okay, also nochmal. Hilf mir auf die Sprünge. Worum ging es nochmal? Na, mein Geschäft mit Chloe, der Kneipenbesitzerin. Ja, erzähl noch. Sie und ich hatten eine Übereinkunft. Ich liefere ihr Zeug aus meiner Heimat und sie mir Lebensmittel. Das war's, genau. Hat sie aber nicht gemacht. Warum gehst du nicht zu ihr und klärst das? Was glaubst du, wie mein Stand aussieht, wenn ich ihn unbeaufsichtigt lasse? Uff. Könntest du nicht Chloe fragen, wo meine Rationen bleiben? Wenn die Sache vom Tisch ist, könnte ich dich auch nach Caracas mitnehmen. Willst bestimmt nicht ewig hier versauern. Na sag schon, ist das nichts? Schlag ein. Warum habe ich gerade fliegende Scooterhaare gesehen? Ja, was soll's. Hört sich gut an. Wer mit Ivan handelt, macht immer ein gutes Geschäft. Sag mir einfach Bescheid, wenn du zu Chloe gehst. Dann versorge ich dich mit den letzten Details. In der Zwischenzeit kannst du ruhig einen Blick auf meine Waren werfen. Das hast du nämlich immer noch nicht getan. Ja, ich wollte eigentlich Gasmasken. Ich brauche Gasmasken. Mit oder ohne Filter? Warum sollte ich welche ohne kaufen? Also mit. Verstehe. Für gewöhnlich habe ich welche im Sortiment. Sieh dich einfach um. Ich mache dir auch einen besonders günstigen Preis. Naja, verschon mich damit. So, ich will einmal 5 Gasmasken. Gib jetzt an. Lass uns handeln. Meine Gebete wurden erhört. Sieh dir nur alles in Ruhe an. So, Kopf. 5 Gasmasken bitte. Wie viel kosten die? Sag mal, auch wenn wir unsere abgeben, ne? Verlieren wir Geld dadurch. Wir zahlen halt massiv drauf. Wie viel hat er uns gegeben? 700, glaube ich, ne? Oder? 400 nur! Ja, der muss uns noch Geld geben. Wenn er uns 400 gegeben hat, muss er uns den Rest geben. Alter, das... Und er hat nur 1000 insgesamt bekommen. Oh, warte.
Ich gehe zu Chloe und kläre die Sache mit deinen Rationen. Bei Ravak, du kannst dir nicht ausmalen, wie dankbar ich dir dafür bin. Sie steht bei mir mit einigen Paletten Dosenfleisch und Gewürzen in der Kreide. Ich nehme aber auch andere Konserven. Hauptsache, es ist kein Rattenfleisch. Das verträgt mein Magen. Warte. Einmal die Klappe gerade. Sonst noch etwas? Ja, es könnte schwierig werden, an sie heranzukommen. Dieser Begrenzungspfahl von einem Türsteher nimmt seinen Job manchmal einfach zu ernst. Aber schon. Zumindest mir gegenüber. Der hält die Füße still. Verstehe. Dann hast du schon mit ihm Bekanntschaft gemacht. Dann steht dir nichts mehr im Weg. Viel Erfolg. Ich habe die Gasmasken, die Scrappy braucht. Ich probiere mal kurz was. Ich würde gerne mal was probieren. Nur, um es zu wissen. Ja, nicht um zu bescheißen, aber ich würde es gerne wissen. Warte mal. Oh. Der hat automatisch gespeichert, ne? Wo hat er hier gespeichert? Warte mal. Warte mal kurz. Ich würde gerne mal was austesten. Wir kürzen das kurz ab, ja? Du da! Hände dahin, wo ich sie sehen kann! Wir wollten gerade... Entschuldigung. Mund halten! Sag mir lieber, was das da ist. Ach das, das ist nur... Schrott. Ich würde niemals... Ruhe! Ich bin auf der Suche nach illegaler Ware. Aber danach sieht es nicht aus. Glück gehabt. War es das dann? Von wegen. Du bleibst in der Nähe und wartest, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Kommen wir zu dir. Hä? Dreht dir dieser Morkon... So. Ich finde das hier viel höflicher als das. Oder? Kommt da noch was oder war es das jetzt? Das ist doch viel, viel kackiger. Ich verstehe den Unterschied hier nicht. Ich verstehe nicht, warum das hier rotziger ist. Wenn man sagt, hier ist alles in Ordnung, du kannst gehen. Kommt da noch was oder war es das jetzt? Werd mal nicht frech. Aber gut, belassen wir es dabei. Weitermachen. Ich... Verstehe es nicht. Verstehe ich aber nicht. Ist mir ein Rätsel. So, ach so, warte. Entschuldigung, ich wollte noch nicht. Ich wollte mal was anderes probieren. Warte mal. Das war es gar nicht, was ich probieren wollte. Ich wollte was anderes probieren. Jeden Tag werde ich mit... Ja, ist tragisch. Das ist wirklich traurig. Bin sehr sad. Schieß. Hab Tränen im Auge. Ja. Ja, schlimm. Ah, wirklich Übereinkunft. Oh nein. Und warum klärst du es nicht? Ja, okay. Ach so, okay, klar. Ration. So, hört sich gut an. Fantastisch. Hört sich gut an. Wer mit Ivan handelt, macht immer ein gutes Geschäft. Sag mir einfach Bescheid, wenn du zu Chloe gehst. Ich geh mal zu Chloe, ne? Dann versorge ich dich mit den letzten Details. In der Zwischenzeit kannst du ruhig einen Blick auf meine Waren werfen. Das hast du nämlich immer noch nicht getan. Ich glaube, er hat nichts bekommen, weil er Scheiß abgeliefert hat. Ich gehe zu Chloe und kläre die Sache mit deinen Rationen. Bei Ravak, du kannst dir nicht ausmalen, wie dankbar ich dir dafür bin. Sie steht bei mir mit einigen Paletten Dosenfleisch und Gewürzen in der Kreide. Ich nehme aber auch andere Konserven. Hauptsache, es ist kein Rattenfleisch. Das verträgt mein Magen einfach nicht mehr. Sonst noch etwas? Ja, es könnte schwierig werden, an sie heranzukommen. Ja, das kann man schon. Wir holen mal die Rationen ab. Let's go. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja, tragisch. Aber die Spritpreise... Boah, die sind momentan eh im Arsch, die Spritpreise. Angeblich ist der ganze Trupp draufgegangen. Das flimmert immer mehr, ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Kann das sein? Ne, hier oben nicht. Wir müssen genau in die andere Richtung. Ja. Wir sind leider genau in die falsche Richtung gerannt. Hier ist die kostenlose Suppe. Ich weiß, von wem du redest. War das hier lang? Oh Gott. Irgendwann werde ich mich hier auskennen. Aber der Tag ist nicht heute.
hasse alles. Ich hasse alles. Ich hasse alles. So, warte. Okay. Das ist doch nicht dein Ernst. So, hier rüber. Diesel war immer teurer als Benzin. Wie lange fährst du schon Auto? 3 Minuten? Wollte ich mal wissen. So, warte. Da vorne, ne? Ist das hier nicht? Doch, das ist hier, ne? Ja, okay. Denk einfach nicht drüber nach. So, ich speichere mal. Mal gucken, was passiert. Ivan wartet auf seine Lebensmittel. Wer? Der Händler. Welcher von denen? Der Morkornhändler. Ach, der. Bei mir bist du da aber an der falschen Adresse. Er hatte dich aber explizit erwähnt. Und wenn schon. Ich hatte seine Ware. Hatte. Und wo ist sie jetzt? Was weiß ich. Irgendein Arsch hat sie geklaut. Um Ersatz zu kriegen, müsste ich ins obere Viertel. Aber wenn ich dir sage, dass Red es abgeriegelt hat, erzähle ich dir sicher nichts Neues. Das wird Ivan nicht gefallen. Ich kann's nicht ändern. Solange Fenris den Zugang ins obere Viertel nicht lockert, hat er Pech gehabt. Zaubern kann ich nicht. Aber ist doch nicht Ivans Problem, oder? Wenn es ihr geklaut wurde, ist es doch nicht sein Problem. Sie hat die Ware bekommen. Und wenn sie geklaut wurde, ist nicht sein Problem. Weißt du, was ich meine? Wer das behauptet, hat doch den Arsch offen. Verstehe ich nicht. Ja, und offenbar wird hier alles geklaut. Alles. Also müssen wir jetzt erstmal ins obere Viertel, um die Quest zu lösen, oder was? Oder wer? Oder warum? Na, das heißt, wir müssen erstmal zu Fenris gehen, aber Fenris ist... Der ist jetzt irgendwo anders? Oh boy. Ich brauche hier langsam mal Kilometergeld. Hallo? So, warte. Warte. Ich guck nochmal, ob es was Neues gibt. Ich habe vorher gespeichert. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Vorräte bekommen? Chloe hatte deinen Proviant nicht. Moment. Du kommst mit leeren Händen zurück? Aber wie kann das sein? Es herrscht doch keine Knappheit. Das nicht, aber jemand hat lange Finger gemacht. Sie wurde bestohlen? Bei Ravak. Und ich dachte, den Wachen entgeht nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich kümmere mich darum, dass Chloe den Handel einhält. Ich frage mich zwar, wie du das anstellen wirst, aber dein Angebot schlage ich sicher nicht aus. Komm einfach zurück, wenn du Neuigkeiten hast. Gibt's hier nicht mal einen schönen... Ich krieg dafür keinen schönen Punkt. Und kein Kaya gefällt das. Ich krieg hier nur so ein Weltenflimmern dafür. Enttäuschend. So. Ich frage mich, ob Ravak irgendwie eine Ableitung von Kalan ist oder irgendeine Abspaltung von denen. Nee, du warst das nicht, ne? Du bist einfach nur so ein Typ, genau. Wo war der nochmal? Junge, ich finde dir gar nichts wieder. Hier war der. Okay. Ah, okay, let's go. Fenris! Hey, Fenris! Hey! Wie mache ich mich? Von Scrappy habe ich noch nichts gehört. Thorhild hat dich mir gegenüber noch nie erwähnt. Hilas weiß noch nicht so recht, was er von dir halten soll. Streng dich bei ihm ein bisschen mehr an. Das reicht noch nicht. Wenigstens einer von ihnen muss dir seine Zustimmung geben, wenn du ins obere Viertel willst. Streng dich etwas mehr an.
Ich hasse alle hier. Okay, also es ist einfach, oh Gott, Minenarbeiter für Scrappy. Dann machen wir erstmal das hier. Wir brauchen Zuspruch. Ja, der Scrappy ist ein Arschloch. Wir sind vergiftet, weißt du, wir haben uns vergiften lassen für Scrappy. Reiß uns den Arsch auf und der sagt nichts. Einer so scheiße wie der andere hier. Dann hänge ich seine Kacke jetzt erstmal auf. So. Wieso hat er das getan? So, bitteschön. Erledigt. Da drüben noch. Wo ist denn das Board? Wo ist denn das? Wo ist denn? Hier? Hier drauf? Unten? Ach, da darf sie uns nicht erwischen, wie wir es aufhängen, ne? Oder noch andere? Wacht auf. Nehmen wir mit. Warte. Na. So, das kennen wir schon alles. Blub. Ja, ich, Pflegesetzlinge. Alle neuen Setze haben darauf zu achten, dass die Setzlinge regelmäßig mit Mana versorgt werden. Sofern die vorgesehene Größe noch nicht erreicht ist, werden sie auf keinen Fall von den Feldern genommen. Thorhild. Vorwurfsvolle Nachricht. Tresor gestohlen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Ihr lasst euch den Tresor mit euren Gehältern aus eurem Lagerhaus klauen? Ihr seid selber schuld, wenn ihr in nächster Zeit nicht bezahlt werden könnt. Wow. Hey, was denkst du, machst du da? Was? Ich soll für Scrappy nach neuen Minenarbeitern suchen. Geh zu Thorhild. Und hol dir erstmal ihre Erlaubnis ein, bevor du hier ihre Arbeiter abwirbst. Was? Thorhild? Thorhild? Nein. Wo sind die? Ich... Was ist jetzt? Bist du bereit? Weiß nicht. Meinst du, die paar Büchsen und Wasserschläuche reichen? Natürlich. Den Rest kriegen wir unterwegs. Und wenn man uns nachstellt? Das tut schon keiner. Jetzt komm schon, der Krater wartet. Oh Mann. Na dann, los. Das ist nicht Thorhild. Ich sehe die Flugzeuge mal nicht. Wo rennen die hin? Warte mal. Der Krater wartet. Warte mal, ich renne mal ganz kurz hinterher. Warte mal. Ich hoffe, ich einholen kann ich nicht mehr, ne? Aber... Da sind sie. Wo wollen die hin? Hin? Bei denen geht auch die Ausdauer nicht alle, ne? Die haben unendlich Ausdauer einfach. Freue mich für die. Habe ich doch gewusst. Bestimmt ein Secret, oder?